Das Geschäftsfeld von R&DC besteht gegenwärtig im Testen von Kommunikationskomponenten. Da schauen wir uns Interoperabilität, Leistungsfähigkeit, Skalierung und auch Sicherheit der Systeme an. Das OTITUS-Projekt nun bietet uns eine Gelegenheit, in ein neues technologisches Gebiet einzusteigen, nämlich Kommunikationsprotokolle der Energiebranche. Salzburg Research ist das Forschungsinstitut des Landes Salzburg. Wir betreiben anwendungsorientierte Forschung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere für Unternehmen in der Region Salzburg. Copodata ist ein Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software für die industrielle Automatisierung spezialisiert hat. Und die Software Xenon wird für unterschiedliche Bereiche im Energiemarkt verwendet, zum Beispiel Umspannwerke, Netzleitsysteme oder auch Kraftwerke. Die Testing Technologies ist ein Berliner Softwareunternehmen. Wir sind eine Ausgründung aus einem Fraunhofer Forschungsinstitut hier in Berlin. Und in Testing Technologies kümmern wir uns, wie der Name das schon sagt, um das Testen von kommunizierenden Systemen. Wir haben dafür eine Testplattform entwickelt, TT Workbench nennt sich die, und die Tests, die wir entwickeln, sind in der Testnotation TDCN3 geschrieben. Bislang werden Tests im Umfeld der IEC 61850 vorwiegend technisch umgangssprachlich beschrieben. Im Projekt OTITUS sind wir einen neuen Ansatz gegangen. Wir haben eine formalisierte Sprache im Projektteam dafür genutzt, um die Tests zu beschreiben, in dem Fall TTCN3. In diesem Projekt kümmern wir uns um das Testsystem. Das heißt, wir stellen die TT Workbench dem Projekt zur Verfügung, aber entwickeln auch die Testadaption, Testarchitektur und unterstützen ganz allgemein in allen Testfragen, die ja im Projekt Dreh- und Angelpunkt sind. Am Projekt OTITUS war für Copodata das Besondere und das Spezielle die Notwendigkeit der Entwicklung eines sehr modernen Kommunikationsprotokolls. Wir haben hier unseren Beitrag geleistet und dieses Kommunikationsprotokoll zur Verfügung gestellt, um eben die OTITUS-Testläufe durchführen zu können. Wir haben bei unseren zwei Standorten in Salzburg und Berlin sogenannte Phasor Measurement Units installiert, die Spannung, Frequenz und Phasenwinkel messen. Zusätzlich haben wir hier in Salzburg ein Schutzprüfgerät von Omicron, mit dem wir beliebige Spannungen einstellen können. Die Daten gehen dann von Salzburg über eine Richtfunkverbindung auf den Geisberg und weiter über das Internet nach Berlin. Dort werden die Daten von einem Xenon-SCADA-System empfangen und mit den Messdaten aus Berlin verglichen. Der Test basiert auf am Standort Salzburg gemessenen Daten, die ins Testlabor des ENTC in Berlin weitergeleitet werden. Parallel zu diesen Daten wird auch die Netzfrequenz hier in Berlin gemessen und diese Daten bieten die Grundlagen für die entwickelten Tests. Der Test wird im Testlabor hier in Berlin gestartet und er initiiert gleichzeitig die Testsequenzen in Salzburg und in Berlin. Im Ergebnis liefern die Tests, ob das Kommunikationsprotokoll über das Weitverkehrsnetz korrekt funktioniert hat. Für Copodata war es hier ein weiterer Baustein, am Puls der Zeit der Kommunikationsprotokolle zu sein. Ich denke, wir haben damit bewiesen mit diesem Projekt, dass TDCN3 sehr flexibel in verschiedenen Domänen einsetzbar ist. Und auch ein Einsatz in der Zertifizierung wäre aus unserer Sicht denkbar. Also sowohl Anwender als auch Hersteller stehen den offenen standardisierten Tests sehr positiv gegenüber. Etwas kontroverser war die Diskussion mit den Zertifizierungseinrichtungen. Auch die sehen die Tests prinzipiell positiv, bezweifeln aber die herstellerübergreifende Anwendbarkeit der Tests. Das ist auch ein berechtigter Einwand, der sich nur lösen lässt, indem man auf die Tests schon in der Standardisierung eingeht, zum Beispiel durch die Definition von Testschnittstellen.